Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Ocarina of Time. Hat nichts mit Breath of the Wild zu tun, auch wenn ich das schon wieder sagen wollte. Wir sind zurück. Und wir müssen etwas herausfinden. Und Savar gibt's hier einen Raum. Ein Stockwerk über uns muss es einen Raum geben, in dem wir schon mal waren, aber den wir nicht ausreichend geprüft haben. Und das geht natürlich gar nicht. Und ich habe eine Vermutung, wo das ist. Und ich habe eine Vermutung, wie wir da hinkommen. Okay, wir gehen einmal hier hin. Das Wasser lasse ich jetzt mal Wasser sein. Oh, Gag, natürlich. Und zwar hier. Da kommen wir jetzt natürlich dran mit unserem verbesserten Dingens hier, mit unserem Griffel. Okay, wir kommen auf jeden Fall mal hier dran. Und damit auch hier dran. Dankeschön. Speichern wir direkt mal ab. Und dann gucken wir doch mal. Jetzt sind wir ein Stockwerk zu hoch. Okay, das ist auf jeden Fall was anderes. Wir müssen da unten rein. Okay, dann gehen wir da unten rein. Alter, da habe ich ja gar kein Problem mit. Gut, wir müssen das Wasser, glaube ich, erhöhen. Nee, müssen wir nicht. Vielleicht ist es ja genau der Witz, dass wir das Wasser nicht erhöhen. Wir müssen jetzt nach Süden, ne? Ich glaube. Also müssen wir einmal hier rum. Ah, da war ja auch noch was. Stimmt. Da war ja auch noch was. Und jetzt habe ich eine Vermutung. Ja, natürlich, das hängt alles damit zusammen. Na klar. Da kann man ja gar nicht hinkommen, wenn man das dumm schwimmen muss. Aber so kann man da hin. Fuck. Was denn, ey? Mann, ich bin so schlecht im Aimen. Aber man hat auch echt keinen Indikator irgendwie so richtig. So nämlich. Und dann sind wir hier drin. Was ein Träumchen. So. Und jetzt können wir hier was verschieben. Super. Und dann ist hier die Final Kiste. Und hier ist ein Schlüssel drin, sage ich. So ist es. Boah, was eine Geburt, ey. Was eine Geburt hier. Was? Nein, natürlich nicht. Ich weiß, wo wir sind. Ja, das war dieses Ding, was wir ganz am Anfang verschoben haben. Vor 17 Jahren gefühlt. So, und jetzt müssen wir dahin, wo wir gerade herkamen. Nämlich hier runter. Und jetzt können wir in dem Labyrinth, im Labyrinth da vorne, nämlich diese eine Tür öffnen. Und dann haben wir das komplette, den kompletten Wassertempel abgeschlossen. Nicht so wie im Feuertempel. Vielen Dank da übrigens nochmal an jeden, der mir Kommentare geschrieben hat. Und mir erklärt hat, dass man da Backtracking machen muss. Da muss man scheinbar später nochmal hin, um diesen einen Raum zu finden, in dem es noch was gab. Ihr erinnert euch sicherlich, da war ja dieser eine Raum, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie kommt man da hin? Eventuell ist ja auch der neue Fanghaken des Rätsels Lösung. Vielleicht war es ja auch einfach das, was mir gefehlt hat. Boah, ihr Kackviecher, jetzt haut doch mal ab, ey. Ich will doch einfach nur hier mein Leben leben. Und ihr sollt von mir aus euer Leben leben und dann sind wir doch alle zufrieden, Mann. Ist doch nicht so schwer. Meine Güte in der Kajüde, sag ich immer. So, dann gehen wir einmal hier hoch. Leute, ey, heute ist der härteste Arbeitstag, den ich die Woche hatte. Ich sag's euch. Ohne Scheiß, ey. Meine Güte. Nein, ich bin so schlecht. OMG bin ich schlecht. OMG bin ich schlecht. Nein! Boah, es war schon wieder fast ein Fail. Au. Boah, stell dir mal vor, deshalb habe ich jetzt verkackt.
Ach ja. Boah, was eine Odyssee, Alter. So, jetzt können wir die Tür aufmachen. Hinter der Tür ist vermutlich eine Kiste mit dem Bossschlüssel. Right? Damn right. Grad. Hammer. Ich glaube, als Belohnung, wenn wir den Boss geschafft haben, sind es 30 Grad in meiner Bude hier. Noch eine Fee. Diesmal nehmen wir sie mit. Sehr schön. Aber drei Feen. Das muss doch reichen für den Endboss, oder? Wir haben ja sogar noch ein paar Dekonüsse dabei. Wenn das nichts ist. Noch eine Fee. Wie bitte? Ja, ich habe keinen Platz. Was soll ich machen? Heil mich mal. Cool. Ein Herz bekommen. Sau toll. Okay. Und da ist es auch schon wieder fast weg. Nice. Wahrscheinlich fällt mir jetzt noch ein Stein auf den Kopf. Nö, haben wir Glück. Ist uns bis jetzt nicht einmal passiert. Da bin ich auch sehr zufrieden mit. So, Leute. Dann geht's jetzt zum Endboss. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Wenn man überlegt, wie übel der Zwischenboss Schattenlink war, dann habe ich ja schon richtig Bock auf den Endboss. Der wird ja dann bestimmt richtig chillig auch. Jetzt müssen wir erstmal da hinkommen. Ich weiß gar nicht, wie genau wir das machen. Aber ich glaube, mit dem neuen Enterhaken hier sollte das ja nicht so das Problem werden, oder? Oder was meinst du, Link? So, nochmal ganz kurz geguckt auf die Karte. Wir haben alles. Das ist mal ein zufriedenstellendes... ein zufriedenstellendes Dungeon. Am Ende einfach alles zu haben. Einfach durch zu sein. Das ist geil. So, dann probieren wir es halt mal wieder hier rüber. Ich meine, warum nicht? Das mit dem Wasser ist mir eigentlich egal, weil wir haben ja jetzt den Superfanghaken und damit brauchen wir das Wasser eigentlich gar nicht mehr. So, dankeschön. Wir müssen noch ein bisschen weiter hoch, ne? Da oben ist das. Kommen wir da irgendwie hin? Kamikaze-Typ, ey. Ja, wir kommen leider nicht ganz nach oben, ne? Also müssen wir wahrscheinlich doch nochmal da rein. Wir müssen wahrscheinlich doch nochmal da rein. Dann nehmen wir hier die Fackel. Dann gehen wir halt doch nochmal hier rein. Was soll's? So. Das hier... Super. Super, super, super. Ich guck noch mal. Ah, wobei. Komm schon. Oh, es klappt! Nice. Aber der Kopf ist unten. Shit. Das heißt, es klappt zwar, aber es bringt uns nicht, dass es klappt. Wir müssen hoch. Ich glaube, das Wasservieh wollte gerade auf uns drauf springen und es hat nicht geklappt. So, dann sind wir hier. Dann spielen wir nochmal eine Melodie. Und dann geht's zum Boss-Fight. Ich bin sehr gespannt, was uns erwarten wird. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne den Boss nicht. Ich gehe ungespoilert wie eh und je daran.
Und, ich betäube mal kurz. Danke für alles. Und dann geht's einmal hier rüber, bitte. Noch eine Fee. Holy shit. Ja, krass. Also mit Feen wird mir echt zugeworfen. So, jetzt am besten noch hier unfallfrei rüberkommen. Das wäre zu schön gewesen. Oh mein Gott, das ist ja schon richtig nervig. Komme ich hier leichter hoch, wenn ich die Metallschuhe anhab? Das ergibt ja keinen Sinn, aber... Ne, im Gegenteil. Alter, jetzt zieh's halt auch wieder aus. Shit. Oh Mann, Junge. Warum ist das denn jetzt so schwer? Diese komischen Schrägen. Warum gibt es sie überhaupt? Warum seid ihr nicht aus Holz? Dann könnte ich mich da wenigstens festhalten. Tja. Kann ich die Dinger hier wenigstens kaputt machen oder so? Scheinbar nicht. Cool. Hä, wie... Also bitte! Muss ich irgendein Lied spielen? Nee, ne? Ich schaff's nicht. Ja. Oh, danke! Geil! Das Ding hat uns geholfen. Fritte, Vorsicht! Das hier sieht nicht aus wie gewöhnliches Wasser. Irgendwas lauert hier. Was meinst du? Okay, wir haben hier ein paar Zacken. Das bricht uns keinen Zacken aus der Krone. Okay, was ist hier mit dem Wasser los? Ich sehe nichts im Wasser. Oha, jetzt geht's ab. Oh, shit. Oh, mein Gott. Haben wir jetzt wieder First-Person-Kamera von dem Monster? Ich glaube, ja. Eine Fee? Was ist denn da? Hallo? Hallo, Link? Oh, mein Gott, das Monster sieht aus wie Link. Hallo? Hallo? Oh mein Gott, es ist ein Wassermonster! Aquamöbis Wassertentakel Morpha! Ah ja. Klar, ja, warum auch nicht? Ich geh heim. Tschüss. Okay, was passiert jetzt hier? Warte mal, ich mach erstmal einen Enterhaken. Wahrscheinlich brauchen wir den. Wahrscheinlich brauchen wir ihn in Richtung Wand, ja. Mein Gott. Was mache ich denn jetzt? Ich drücke mal ganz wild Dinge, aber ich glaube, es bringt nichts. Okay, cool. Das war ja schon mal schön. Dieses Monster ist Wächter des Wassertempels. Sein eigentlicher Körper ist der wabernde Kern. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Dankeschön. Das habe ich mir tatsächlich schon gedacht. Okay, ich glaube, was wichtig sein wird, ist, dass wir hier solche Dinge tun. Vielleicht. Ich weiß es nicht so genau. Ich
Ich glaube, prinzipiell ist es eine gute Idee, in Bewegung zu bleiben. Okay, ich weiß nicht genau, wie ich an den wabernden Kern komme. Wichtig ist nur, dass ich mich nicht wieder fangen lasse, weil es kostet immens Kraft. Und die haben wir nicht. Also die haben wir theoretisch schon, aber... Okay, wir müssen uns näher rantrauen. Wenn er diese komischen Waber-Moves macht, dann müssen wir da sein. Shit! Ah, das war nicht gut. Oh, der kostet so viel Kraft, dieser Typ, ey. Okay, ich glaube, das sind die Momente, wo man ihn angreifen kann, wenn er da so rumwabbelt. Das sind, glaube ich, die entscheidenden Momente, wo wir da sein müssen. Wenn er seinen Wassertentakel hat, dann müssen wir uns von ihm fernhalten. Ich glaube, da hilft einfach nichts. Oh, doch, das hier. Das könnte helfen. Wow. Das hat sogar ziemlich gut geholfen, ehrlich zu sein. Das war zumindest mal ein Treffer. Ach Junge, ich treffe doch nichts. Das war knapp. Nice. What? Wie, es sind zwei? Ah! Geh weg! Geh weg! Oh mein Gott, Alter. Okay, wir haben auf jeden Fall ein paar Wirkungstreffer erzielt, denn es sind auf einmal zwei. Er kann immer wieder gleich fliehen, ne? Au! Du Assi! Dumm Wasserprimmel, ey! Dumme Wasserprimmel, ja, du hast schon richtig gehört, ich meine euch! Dich und dein komisches Wasser.
Er ist schon aggressiver geworden jetzt, der Wobbel. Man muss ihn mittlerweile nicht mehr aktiv suchen unbedingt, damit er in der Gefahr ist. Und es geht mittlerweile auch so. Also er sucht einen selbst. Wenn man jetzt einfach stehen bleiben würde, wäre nicht gut. Verpiss dich mit deinen Wasserpimmeln! Nein! Und man trifft ihn halt immer nur so ganz kurz, ne? Wow, das war knapp. Wasserpimmel! Okay, ich gehe erstmal da weg, weil sonst wird es wieder eng. Ich denke, wir schlagen uns okay bislang. Man kann die bestimmt schneller schlagen, als ich das hier mache. Aber ist mir egal. Hauptsache, wir besiegen ihn und nicht er uns. Das ist jetzt erstmal meine höchste Priorität. Ja, das ist super. Als ob wir ihn nicht erwischt haben. Du Wongel! Nein! Sein anderer Wongel hat uns erwischt. Boah, zum Glück haben wir so viele Feen, ey. This is not without, Leute. Das war mir zu gefährlich mit dem zweiten Wongel. Der Wongel inne. Der Wongel inne. Ich muss da weg. Sonst werde ich gewongelt. Und wer will das schon? Das hat vermutlich nicht viel gebracht. Ein Treffer, sehr gut. Aber es sind halt immer nur ein Treffer. Ich weiß nicht genau, ob wir den anders irgendwie schaden können. Aber so ist es halt sehr, sehr ineffizient, ne? Wasserpimmel! Oh. Da hätte ich fast was verpasst. Shit. Also sorry, aber für mich sieht es trotzdem aus wie Wasserpimmel. Ich kann es nicht anders sagen, ey. Also, ich weiß ja auch nicht. Ich habe das Design nicht gemacht, ne? Aber schon Wasserpimmel. Geh weg. Wie oft muss man ihn treffen eigentlich, bis da mal was passiert? Kann ich den Dekonus auf ihn werfen? Ich habe gelernt, dass Dekonüsse sind der Shit. Ach Junge, treff halt nicht. Vielleicht kann ich ihn auch wirklich. Ups. Vielleicht kann ich ihn auch wirklich einfach im Bogen abschießen, wer weiß. Das war knapp. Too close for comfort, oder wie man das sagt. Ach, Mann.
Aber ich glaube schon, dass der Greifhaken das einzige Mittel der Wahl ist, um ihn wirklich zu treffen. Also richtig geil ist der auch nicht manchmal. Oh Junge, ich treff halt nicht. Ich treff halt nicht. Unglaublich, ey. Geht doch. Aber war es das schon? Oder kommt jetzt erst die richtige Akkuphase? Bin mir nicht sicher, aber es sieht so aus, als wäre es das gewesen. Ich glaube, die Wasserpimmel wurden defeated. Jetzt ist nur ein ganz, ganz kleiner Pimmel. Loop. Boah, Leute, ey. Aber wir hätten die Fee nicht mal gebraucht. Da schau mal an. Da schau mal an. Komischer Kampf ein bisschen, sag ich ehrlich. Aber es war auch ein ganz cooler Kampf. Ja, Wassertempel. Ich wurde jetzt echt oft davor gewarnt. Also der Schattenlingkampf war heftig. Zumindest, wenn man ohne Dekonüsse spielt. Mit den Dekonüssen war es dann eigentlich ganz einfach. Und das einzig richtig Schwere an dem Tempel war, die Orientierung zu bewahren, finde ich. Das war das aller Schwierigste am ganzen Tempel. Ansonsten fand ich ihn eigentlich echt cool. Das mit den verschiedenen Wasserleveln, also mit den verschiedenen Leveln im Sinne von, ne, Höhen. Ja, nee, war nett. Ich fand ihn gut. Hat mir jetzt auch besser gefallen als der Feuertempel tatsächlich. Ja, nö. Nee, war vielleicht sogar der coolste Tempel bisher. Also, ich mochte ihn gerne. Bin mal gespannt, was die Personen, die mich davor gewarnt haben, mir so erzählen, warum er so schrecklich war in ihren Augen. Wir werden sehen. Ja, wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Du wolltest mir auch Dinge zeigen. Fritte, ich hätte nichts anderes von jemandem erwartet, den ich zu meinem Ehemann auserkoren habe. Soras Reich und seine Bewohner können dank deiner Hilfe wieder in Frieden leben, also in Freiheit vor allen Dingen. Als mein Lohn gewähre ich dir meine ewige Liebe und leg so, was? Willst du mich verarschen? Naja, das würde ich gern. Aber ich merke, dass du an eine andere denkst, du Arsch. Richtiger Wichser, ey. Also, weißt du, dich erst verloben und dann an eine andere denken? Richtig asozial. Aber gut, ich habe hier so eine Aufgabe und muss diesen Tempel bewachen. Also, du suchst dann wohl nach deiner Bitch. Ah, du kannst es mir nicht verheimlichen. Du denkst den ganzen Tag an ihren Ass. Entschuldigung, ich weiß auch nicht, wieso ich solche Dinge sage. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, es gucken keine Kinder zu. Prinzessin Zelda, sie ist am Leben. Ich spüre es. Also, lass dich nicht entmutigen. Nicht so wie ich. Ich weiß, dich wird nichts aufhalten in deinem Kampf für den Frieden. Oder die Prinzessin. Nimm daher dieses Amulett und trage es mit Würde. Würde. Sagt auch Sandro immer. Würde ist das A und O. Was? Verstehe ich nicht. Gut. Danke dafür. Das wievielte war das? Das dritte, glaube ich? Ich glaube. Das Amulett des Wassers. Ruto gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt dir ihre Kraft. Voll schade, dass die alle keine Eltern mehr haben. Wenn du Sheik triffst, danke ihm von mir, okay? Wer war Sheik? War Sheik der, der immer hinterm Handtuch redet? Also hinterm Schal redet? So, und jetzt steigt doch hoffentlich der Wasserpegel wieder. Ja, der Wasserpegel steigt wieder. Wunderschön. Oh, da ist er. Warte, mein T-Shirt, warte. Das Wasser steigt und das Böse verlässt den See. Fritte, du hast es geschafft. Ehrenmann. Uah! Oh Mann, ich werde mich nie dran gewöhnen, Alter.
Ute wollte sich bei mir bedanken? Ich verstehe. Auch in ihrem Namen müssen wir den Hyrule den Frieden wiederbringen. So sieht's aus. Schau, Fritte. Du und Prinzessin Ruto, ihr habt gemeinsam... Das stimmt nicht. Ich interveniere. Sie hat gar nichts gemacht. Sie war einfach kurz da, hat gesagt, hä, ich zeig dir was, und ist dann verschwunden. Alter! Es ist so, als würdest du einem Vater sagen, als das Kind eins war, ist er kurz Zigaretten gegangen, abgehauen, und zum 18. Geburtstag kommst du an und sagst, du und dein Vater, ihr habt das Kind wirklich toll aufgezogen. Nein! Sie hat nichts gemacht! Asozial, ey. Der See füllt sich mit reinem Wasser und alles ist wie zuvor. Ja. Ja. Sieht zuvor aus, ja. Definitiv. Sehr schön. Link will doch nichts außer ihn mal anfassen. Jetzt hättest du die Chance, Bruder. Los, tu es. Halte meine Hand. Dann können wir wieder zusammen Musik machen. Du willst nicht? Dann halt nicht. Dann hau ich einfach ab. So, okay. Link, Alter. Link ist schon eine drollige Figur. Oh, da oben ist er! Ich hab's Handtuch zu früh weggelegt. Er wird noch was sagen, bestimmt. Oder auch nicht. Splash! Cool. Was ein cooler Auftritt von Sheik, dem Sheiker. So, Leute. Das war unser heutiges Abenteuer. Hier bei The Legend of Zelda. Ocarina of Time. Was schwimmt da vorne im Wasser? Ach, das sind diese komischen... Dingsviecher, oder? Diese Monster. Oder? Oder? Was ist das? Ist das ein Monster? Bist du ein Monster? Hallo! Ich rede mit dir! Bist du ein Monster? Hallo? Kannst du mal mit mir reden? Ach, das ist das Ding! Aus dem Wassertempel. Hä? Wie lustig. Warum schwimmt das jetzt einfach im Wasser rum? Kann man das nicht irgendwie an Land holen oder so? Scheinbar nicht. Naja, gut. Okay, Leute. Das war der Wassertempel. Ich fand ihn mega cool. Er war anspruchsvoll. Ich habe ein bisschen auch Momente gehabt, in denen ich ein bisschen rumgeirrt bin. Aber hey, ich habe es, ich glaube, komplett ohne Komplettlösung geschafft, oder? Also zumindest im Tempel selbst, oder? Haben wir irgendwas nachgeguckt? Ich kann mich nicht erinnern. Bin ich ein bisschen stolz auf mich. Ich hoffe, ihr auch. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Let's Play Ocarina of Time. Zu was auch immer. Wahrscheinlich dem nächsten coolen Tempel. Was blinkt denn so auf der Karte? Sag jetzt nicht Kakariko. Rast aus. Doch, Kakariko blinkt. Aber links blinkt auch was. Was ist das? Das ist wahrscheinlich Gerudo, oder? Gerudo Festung, Gerudo Tal. Da bin ich gespannt. Sehr nice. Mit einem Blick auf den wunderschönen, jetzt wieder bestens gefüllten Hylia-See sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal schauen wir vielleicht mal beim Soradorf vorbei. Jetzt dürfte da ja alles wieder normal aussehen. Und vielleicht kriegen wir dann ja ein paar Mal Danke zu hören. Das wäre sehr schön. Vielleicht schieben es aber auch alle wieder auf Ruto, die nichts gemacht hat. Das wäre nicht so schön. Lassen wir uns überraschen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ich brauche jetzt erstmal einen freien Tag von meinem freien Tag.